Lena ist eine engagierte MFA in einer Arztpraxis. Eines Tages bemerkt sie, dass Herr Müller, ein älterer Patient, plötzlich Schwierigkeiten hat, klar zu sprechen und eine Gesichtshälfte herabhängt. Lena erinnert sich sofort an die Anzeichen eines Schlaganfalls, die sie während ihrer Ausbildung gelernt hat. Lena bleibt ruhig und handelt schnell. Sie weiß, dass jede Minute zählt. Zuerst überprüft sie die Symptome, Gesichtslähmung, Sprachstörungen und Schwäche in einem Arm. Alle Anzeichen deuten auf einen Schlaganfall hin. Lena informiert sofort den Arzt und ruft den Notruf 112 an. Sie erklärt der Notrufzentrale die Situation und gibt alle wichtigen Informationen weiter. Während sie auf den Rettungsdienst wartet, legt Lena Herrn Müller in eine bequeme Position und beruhigt ihn. Sie achtet darauf, dass er nicht isst oder trinkt, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren. Lena weiß, dass schnelle Hilfe entscheidend ist, um bleibende Schäden zu verhindern. Der Rettungsdienst trifft ein und übernimmt die Versorgung von Herrn Müller. Lena gibt den Sanitätern alle relevanten Informationen, wie sie. Nach Eintreffen in der Zielklinik werden alle Patientendaten sowie die dazugehörigen Vitalparameter an das Klinikpersonal übergeben. Herr Müller erhält direkt nach Eingang der Daten im System ein allumfassendes Monitoring, EKG, Blutentnahme, Coagut-Check, um die Gerinnung zu bestimmen, sowie ein Schädel-CT. Aufgrund der Testergebnisse wird eine Lysetherapie eingeleitet.